Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA The Journey Champions. Mit dem guten Alexander sind wir wieder unterwegs in Madrid und haben natürlich jetzt wieder einen Hochkaräter hier mit Juventus Turin. Wir starten direkt durch. Was passiert jetzt? Ich würde sagen, in dieser Reihenfolge wären das Nummer 1, 2 und das 3. Sieht gut aus. Mom, gehst du? Hat dein Butler heute frei? Wir müssen deine Medientermine festklopfen. Rio liegt mir wegen eines Interviews in den Ohren. Hey, Nerd. Nächste Woche nach dem Interview machst du dann wahrscheinlich die Spielerstory. Vielleicht sollten wir beides gleichzeitig machen. Die stellen doch eh immer die gleichen Fragen. Alex, du musst am Standing bei den Journalisten arbeiten. Jede Antwort muss sich wie eine Exklusivinfo anhören. Das ist äußerst wichtig beim Alex. Aufbau deiner Marke. Alex! Alex, willst du nicht vielleicht mal deine Schwester begrüßen? Kat, wir arbeiten Kim gerade wusste an gar Alex. Nicht, wie ihr geschieht. Sie war allein am Flughafen in einer fremden Stadt und von dir keine Spur. Hat das jeder in deiner Entourage vergessen? Entourage. Mom, chill. Ich bin gleich fertig. Und ich werde nicht chillen. Chill mal die Base, Mom. Überleg dir einfach, was wichtig ist. Jawohl. Das alles hier ist unwichtig, Alex. Denkst du, die werden alle noch hier, wenn deine Karriere irgendwann mal vorbei ist? Der da? Oder der? Die Familie war dir mal das Wichtigste, Junge. Aber jetzt gibst du dich nur noch mit diesen Typen hier ab. Lächerlich. Du glaubst an deinen eigenen Hype. Catherine, ich glaube nicht, Denk dass das nötig gut ist. Gut nach, was du mir jetzt entgegenwirfst, Beatrice. Mensch, das war schon das B da. Ich hab gedacht, ich sagte jetzt Bitch. Schade. Komm, Kleine. Ich kann mir diese Typen nicht mehr länger ansehen. Lass uns essen gehen. Mom! Vergiss es, weiter. Max, Termine? Si. Also, wir... Mom! Oh. Dafür, dass du mich versetzt hast. Hey. Es ist momentan sehr hektisch hier. Davon habe ich mich anstecken lassen. Das ist keine Entschuldigung. Alles verziehen. Wenn du mit uns essen gehst. Oh. Heute Wir ist spielen ganz rum. Schlecht. Gewinne ich, kommst du mit. Gewinnst du, kriegt deine Entourage dich sofort wieder. Hier? Mein Tor, dein Tor. Treffer 10 nur am Boden. 5 zum Sieg. Mom. Los, Kim. Okay. Du fängst an. Meinetwegen, du wolltest es so. So. Kim oder Alex? Alex. Ja, okay. Alter vor Schönheit. Sehr gut. Respekt vor dem Alter. Genau so. Komm hey. Schon. Nummer 1. Fast schon zu einfach. Oh. Drei Tore. Oh. Traumtor. Ah.
Wow. Muss man nicht so kompliziert. Oh. Oh, schade. So, wir sind bei 3. Nummer 5. Das ist der Sieg. So. Nichts mehr essen. Gespielt. Ja, was nun? Tut mir leid, heute ist die Hölle los. Ich muss wieder rein. Aber morgen mache ich's wieder gut. Wir unternehmen was. Versprochen. Ehrenwort. Ob sein Wort wirklich was wert ist? Wir werden sehen. So, jetzt kommt aber das Training. Mal schauen, was uns erwartet. Da hätten wir kein Training. Ein Wechselspieler. What the fuck? Okay. So ist es. Naja. Dann muss es wohl so sein, ne? Hier soll wohl unsere Folge nicht zu lang werden, da wir jetzt das kleine Spielchen hatten. Okay. Ein Tor erzielen. Okay. Wie viel steht's denn? Oh, Bell, der Amateur, geht mal vom Platz. Jetzt kommt mal hier der Meister des Fachs. 2-0 für Real Madrid, naja, also. Und jetzt ist gut. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Benzema. Oh, Alter. Und Bonucci. Jetzt hat er Probleme mit der Ballannahme oder was? Dybala. Douglas Costa. Und das ist der Ballverlust. Jo, der ist frei, ist gut. Karim Benzema mit der Schuhe. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Luka Modric. Schöner Pass von Benzema. Alex Hunter. So, da hätten wir das Tor. Das ist ja mal ein toller Jubel. Was war das denn? Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Hätte Hunter aber auch hingehen können an den Ball. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist er mal. 6 Minuten sind noch zu gehen. Oh. Den hat er nicht gut gespielt, der Isco. Ronaldo. Da packt Cuadrado, das muss es sein. Oh. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Der war nicht drüber. Der war aber sowas von nicht drüber, Junge. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Oh. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Jetzt läuft die Uhr aber irgendwie langsamer als sonst, ey. Oh, weggenatzt. Jetzt Freistoß für Juve. Er fliegt da. Der Stinger Ronaldo. Gefährlich. Ne, der Freistoß war nix. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Kommt jetzt die Flanke?
Fairer Einsatz hier. Isco jetzt. Alex Hunter. Und jetzt Toni Kroos. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, sie versuchen Zweiter. Schöne Aktion. Toni Kroos. Und jetzt Isco. Oh. Und Hunter. Nun Isco. Borja Mayoral. Eigentlich müsste er noch ein Tor schießen. So schaffe ich jetzt. Das ja nie mit dem. Kroos. Borja Mayoral. Gleich zwei Mann kümmern sich um ihn. Hier stehen er. Der hat heute auch schon getroffen. Hunter. Da gewinnt er den Zweikampf. Das war's dann mit den 8,0. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Am besten liefert er eine Vorlage oder irgendwas. Wir schießen noch ein Tor und die Sache ist geritzt. Nun Ramos am Ball. Groß. Na komm, der sollte doch hier auf dem Ding gehen. Auf Marcelo. Dybala. Ganz im weißen Punkte da, die gehen mir auf den Senkel. Blickt doch keiner mehr durch. Denkst du manchmal, das ist der Ball? Kedira am Ball. Jetzt Douglas Costa. Weg ist der Ball. Der war ein. Das kann schief gehen. Lucas Vazquez. Isco jetzt. Marcelo hat Platz. Der war schön, der war schön. Hau dann rein. Dybala. Cuadrado. Und nun ein Schuss. Den Versuch der Schuss. Oh, 8,0 haben wir nicht geschafft, aber das Tor haben wir geschossen. Naja. Real holt sich den Sieg, holt sich den wichtigen Heimsieg gegen Juventus. Und damit ist man auch Favorit fürs. Und natürlich wieder dieses typische 3:0. Schon komisch. Naja. Ganz deutlich demonstriert, wie stark sie sind. Im Rückspiel will ich hoffen, sind wir nicht mehr auf der Bank. Muss ja nicht sein, ne? Hoffen wir mal, dass das gereicht hat. Ansonsten haben wir da hoffentlich wieder eine Trainingsphase und können überzeugen von uns. Immer noch nicht Startelf. Ich werde bekloppt. Dann mach's mich halt fertig, hey. Mann. Hoffentlich kriegen wir jetzt die Chance im Training. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und schaltet unbedingt wieder ein zum Rückspiel gegen Juventus Turin. In diesem Sinne, stay tuned und bis bald.